Ja. Let's go. Sie haben eine lange Kletterpartie vor sich. Understandable. Raus da. Weil er geht so extrem langsam. Gib ein bisschen Gas, bitte. Jack und Joe sind im Turm. Sie werden ihn in die Luft jagen. Scheiße, das dürfen Sie nicht zulassen. Der Turm ist vermint. Versuchen Sie, die Sprengladungen zu entschärfen. Schnell! Brennstoffbehälter in der Nähe. Runter damit. Wir wollten doch einfach nur Schutzgeld einsammeln. Jack, gib ihn zurück. Sie werden kriegen, was sie verdienen. Sie werden sterben. Hab sie! Und das Wasser ist gesichert. Ich warne dich. Let's go. Ist das das nächste Upgrade? Ja, let's go. Noch geschafft. Kurz überlegt, ob ich rüberspringe. Da wären wir relativ weit runtergefallen. Oder wir jagen den verdammten Turm in die Luft. Das schwör ich. Mach nur. Ich weiß, dass du es nicht tust. Hör nicht auf ihn, Jack. Es ist vorbei. Jag ihn hoch. Ich weiß nicht. Ich habe Angst. Joe, warte. Joe. Hey, ist das nicht der Pilger vom Bazar neulich? Vielleicht. Pilger oder Papst? Na und? Was? Kapierst du's nicht? Wenn er ein Pilger ist, dann kann er uns hier rausbringen. Aus der Stadt, an einen sicheren Ort. Ich trau diesem Mistkerl nicht. Du traust niemandem. Ich hab dir gesagt, versuch's auf die nette Tour mit Barney, als wir die Chance hatten. Hör doch wenigstens einmal auf mich. Nette Tour mit Barney? Wozu? Damit er endlich aus dem Bazar abhaut. Nach dem, was wir von den Peacekeepern erfahren haben. Wir haben den Pisser gewarnt, ihm eine Chance gegeben, abzuhauen. Aber er hat sich für cleverer gehalten. Barney gewarnt. Wovor? Naja, unter anderem vor Lukas, der ihn wegen Waffenhandel drankriegen wollte. Er hatte schon seit Wochen eine Falle für ihn ausgelegt. Und anstatt die Höflichkeit zu besitzen, sich zu verziehen, hat er versucht, schön Wetter zu machen. Du meinst, Barney wusste, dass Lukas hinter ihm her war? Der Idiot wollte einen Krieg in Old Villadorf vom Zaun brechen. Wenn du mich fragst, Krieg ist das Letzte, was wir brauchen. Geld, Kristalle, das ist eine andere Geschichte. Ah ja. Deshalb wollte ich diesem tollwütigen Hund und seiner Schwester ein Ende setzen. Also, Pilger, hilfst du uns aus der Stadt oder was? Nö. Komm runter, Joe. Ich werde mich verdammt nochmal nicht beruhigen. Bring uns raus aus der Stadt, Pilger. Zur nächsten sicheren Siedlung. Und keiner wird hier sterben. Ich hab den Scheiß... Ich hab den Dreck runtergerissen. Oh Mann, guckt euch den Heiligen an. Der Pilger will für uns predigen. Oh, du verdammter Narr. Tu es, Jack! Los! Mach's gut, Bazaar. Was? Was ist? Funktioniert euer Spielzeug nicht? Du warst das? Das wirst du büßen. Das Wasser... Lebendig. Sasuke! Skrrr! Kirin! Wasser? Wie?
Yes, sir. Wat? Wenn sie ein Gebäude den Peacekeepern oder den Überlebenden zuweisen, beginnen diese die umgebende Zone zu kontrollieren. Oh oh. Na eigentlich, das sind so viele Snakes, jetzt muss ich es den Peacekeepern geben normal. Machen wir einfach mal. Hey, what the fuck, das ist ja nicht unnötig zum... Oh. Ach so, ich musste Q drücken, dass ich das machen kann. Ah ja. Was zum Teufel? Oh fuck, das ist... Das ist Menschenhaut! Hakon, ich habe das Tattoo, das sie Lukas herausgeschnitten haben. Verdammte Freaks. Was? Ja, oh, ich kotz gleich. Hau sofort ab da! Wir sagen es Eto und... Warum durchsuchst du die Sachen meiner Schwester? Wusste nicht, dass sie in diesem Loch Pilger als Haushälter anstellen. Häutest du dich, Barney? Was zum Teufel ist... Wir haben ein kleines Stück von Lukas als Andenken an ihn, du Perverser. Wir haben ihn legit schon belauscht, wo er es gesagt hat. Das gehört aber nicht mir. Ich bring dich um, du Hund. Du kehrst. Ah, du kriegst, das ist jetzt so eine auf den Dötz, du kleiner Hund. Komm. Stirb, Verräter. Na? Komm, mach. Ich mach dich kalt, Verräter. Hä? Was ist jetzt? Wo ist das Mädchen? Sie war nicht hier. Sie hat sich schon seit einigen Stunden nirgends blicken lassen. Wissen Sie, was das bedeutet? Er wollte angeben. Der Hurensohn wollte beweisen, dass er Lukas getötet hat. Bist du jetzt also Kannibale oder so ein Scheiß, Barney? Das war ich nicht. Er war das. Er hat mich reingelegt. Okay. Wir bringen ihn zum Bahnhof. Er wird schon noch früh genug auspacken. Gute Arbeit, Aiden. Treffen wir uns in meinem Büro. Es wird Zeit, dass ich meinen Teil der Vereinbarung erfülle. Let's go, jetzt kommen wir weiter. Chat, wir kommen weiter. F. Und Rinder. Ich glaube, es gibt keinen begrenzten Inventarplatz, by the way, weil das gestern oder so ja auch eine Frage war von mir. Schaut aber nicht so aus. Wer hat Ihnen das eingeflüstert? Ihr kranker Kopf oder Ihre kleine Schwester? Sie kann mich mal. Ich habe den Kerl mehr gehasst als die meisten anderen. Aber nicht einmal ich bin so dumm, dass ich ihn getötet hätte. Wen ich auch immer erwische und sei es auf frischer Tat, Sie bestreiten es immer bis zum bitteren Ende. Sie sind vielleicht dumm genug für sowas. Vielleicht sind Sie sogar ein Idiot. Versuchen Sie mir so auf die Nerven zu gehen, dass ich Sie gleich hier töte? Nein, 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 nein. Das ist nicht meine Art. Sie kommen vor Gericht und werden verurteilt. Du bringst also Lukas um. Und was dann? Keine Ahnung, Arschloch, weil ich es nicht war. Wenn man mich angreift, wehre ich mich. Aber ich bin kein kaltblütiger Mörder. Schaust du aber so aus, du Keck. Solche Dreckskerle wollen nur Unruhe stiften. Darauf stehen sie. Wir sind hier fertig.
Dieser Idiot rückt mit der Wahrheit eh nicht raus. Warum sollte ich lügen? Wenn ich euch anlüge, hätte ich weniger zu gewinnen, als wenn ich Lukas getötet hätte. Was ich nicht gemacht habe. Erwarte keine Vernunft von jemandem, der ein Extragehirn braucht, um seinen Schließmuskel zu steuern. Sie sind es doch, der aus seinem Arschloch spricht. Lass mich verdammt nochmal zufrieden. Dieser Fetzenhaut ist ein Beweis. Ein stichhaltiger. Verschwenden wir keine Zeit mehr an dieses Stück Scheiße, Aiden. Er kommt noch früh genug vor den Richter. Mit Urteil Todesstrafe. Und unsere Vereinbarung? Die steht noch. Gehen Sie zu den U-Bahn-Tunneln. Ich treffe Sie dort, nachdem wir Barney entsorgt haben. Aber eine Sache noch. Ich brauche einen Gefallen. Und der wäre? Wenn Sie im Stadtzentrum sind. Meine Frau und meine Kinder sind dort. Können Sie ihnen etwas von mir geben? Und ihnen sagen, dass ich in Sicherheit bin? Gibt's keinen, dem Sie mehr vertrauen und der sich darum kümmern kann? Vielleicht nicht. Solange das kein Arsen ist und Sie versuchen, mir was anzuhängen? Ist es nicht. Adresse steht drauf. Chat, ich bin echt in letzter Zeit schon krank am Überlegen, wie ich dann weiter fortfahren werde, weil ich weiß, ich habe ja jetzt aktuell extrem viele Story-Games und so. Ich habe generell viele Games aufgeschrieben, die ich zocken will. Ich hätte halt auch extrem Bock, so einen Shooter komplett zu grinden wie CS damals und da kommt halt nur Valo bei mir in Frage aktuell. Aber ich habe da kein geiles Crosshair irgendwie gerade. Und morgen kommt die neue Season, da bin ich auch sehr, oder übermorgen, bin ich sehr gespannt drauf. Da würde ich am liebsten auch direkt richtig krank reingrinden, um direkt mal ein paar Level aufzusteigen. Generell weiß ich aktuell nicht so wirklich, was ich auf dem Pantex Games Channel bringen soll. Weil ich halt gerade richtig kacke performen wähle und mir geht auch nicht ein, warum. Es ist richtig komisch. Vielleicht ein paar Deathmatch-Rounds und ich habe ja auch vor, dass ich quasi Best of the Week mache. Was aber teilweise auch schwierig sein wird, wenn ich nicht so wirklich krank zum Zocken komme. Da bin ich halt gerade wieder am Überlegen. Es ist immer so ein Hin und Her, ein Auf und Ab. Kommt immer drauf an, wie lange ich Zeit habe und so. Und da ist schwierig. Die richtigen. Aber dann war sie plötzlich da. Und? Aber es ging zu Bruch. Ich tat ihr weh. Und ich wollte nicht, dass es noch schlimmer wird. Du Gentleman. Niemand ist perfekt.